Wir sprechen über Heuchelei und ich brauche zuerst mal ein bisschen Aktivität von uns. Ich habe ein paar Fragen an dich. Bist du ein Heuchler? Dann die Hand hoch. Also alle, die Hände jetzt nicht hoch haben, überlegt euch das mal. Also wer von euch ist ein Heuchler? Okay. Nochmals Hand hoch. Wer sitzt neben einem Heuchler? Also okay, und wer von euch hat heute schon einen Heuchler gesehen? Jemand schreckt auf. Okay, wer von euch hat schon mal heute schon einen Heuchler gesehen? Also ich ganz sicher, das erste Mal, als ich in den Spiegel geschaut habe heute Morgen. Also wir sprechen über Heuchler. Während der Corona-Zeit, so richtig tief drin, da hat der britische Premierminister gesagt, hey, wir bleiben alle zu Hause. Wir ziehen das jetzt durch, wir wollen das durchstehen, möglichst schnell. Und hat es dem Volk gesagt. Ein paar Wochen später hat er eine große Geburtstagsparty geschmissen für seine Tochter. Und wir denken, das ist Doppelmoral, das ist Heuchelei. Wir sagen etwas und wir tun etwas anderes. Die Bibel hat Heuchelei oder sagt über die Heuchelei 45 Mal, sei kein Heuchler. Ist ein großes Thema in der Bibel. Und wir gehen heute die Sache mal auf den Grund. Wir schauen, was Heuchelei überhaupt ist und was wir dagegen tun können. Ich bin selbst in einem relativ kleinen Dorf aufgewachsen. Es gab schon ein paar tausend Leute, da kannte nicht mehr ganz jeder jeden. Aber wie es in einem kleinen Dorf ist, es gibt einen Kern vom Dorf. Und alle vom Kern sind entweder im Turnverein oder sie sind im Frauenverein oder sie sind im Topfbrotbackverein oder in der Feuerwehr und die Männer regelmäßig am Stammtisch. Und einmal im Jahr gibt es die Fasnacht oder für die Deutschen und Österreicher unter uns den Karneval oder den Fasching, ist alles in etwa das Gleiche. Und an der Fasnacht zieht jeder eine Maske an. Und niemand weiß, wer das hinter der Maske ist. Und du kannst hinter der Maske einfach tun, was du willst. Du bist jemand ganz anderes. Und was an der Fasnacht so passiert, das wollen wir gar nicht erst wissen. Aber am nächsten Tag stehst du hin und du bist wieder eine anständige Lehrperson oder die treue Ehefrau vom Gemeinderat, alles vergessen. Aber hinter der Maske kannst du ganz jemand anders sein. Und über das will ich zuerst mal sprechen, weil genau das hat Jesus angesprochen. Zur Zeit von Jesus sind wegen den Römern überall so Theater aufgeploppt. Hier eines und die hatten zum Teil 25.000 Plätze. Muss ich mal vorstellen, ohne Mikrofon, 25.000 Plätze. Weiß jemand von euch, wie viel Platz es im letzten Grund hat, wie viele Sitzplätze, wie viel sind das? Es sind 25.000 Plätze. Also du musst dir vorstellen, so viele Leute, wie im letzten Rundstadion Platz haben, haben die damals Theater aufgeführt, ohne Mikrofon. Fast unvorstellbar. Aber da gab es eben Schauspieler und die gingen so auf die Bühne, normalerweise nur zwei Personen und die hatten eine Tasche und in der Tasche hatten sie Masken, ganz verschiedene Masken. Und dann haben sie die Maske aufgesetzt, immer wieder mal eine andere. Und hinter der einen Maske hatten sie einen Charakter, hinter der anderen Maske einen anderen Charakter. Die Stimme hat sich verändert, der Akzent wurde anders, alles hat sich verändert. Andere Person. Und diese Schauspieler nannte man Hypokryten. Jetzt Jesus sieht in dieser Zeit etwas, er sieht die religiösen Leiter und sagt, das sind Hypokryten, das sind diese Schauspieler, die einerseits etwas sind, aber etwas ganz anderes vorgeben. Er sagt in Matthäus 6 sogar ziemlich radikal, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die Hypokryten, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecke stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben den Lohn schon erhalten. Sagt, hey, wenn du dein Glaube öffentlich darstellst und sagst, hey, schaut mal hin, wie schön ich bete und wie viel ich bete, wie gut ich worshipe und all diese Dinge, dann bist du ein Hypokrit, dann bist du ein Schauspieler.
Ich würde mal sagen, ist gar nicht so ein Nebenthema auch in der heutigen Zeit. Bete ich vor allem, um das, oder ab und zu mal, um das darzustellen, um zu zeigen, hey, ich bin ein guter Christ, schaut mal hin, wie gut ich das mache. Da auf die Bühne stehe und sage, hey, das und das und das mache ich so gut in meinem Glaubensleben. Wo machen wir das auch? Und der sagt, 17 Mal sagt Jesus im Neuen Testament, sei kein Hypokrit, sei kein Heuchler, spiel nicht etwas und in Wirklichkeit bist du etwas anderes. Wenn wir auf die Straße gehen würden und fragen, was stört euch an uns Christen? Ich glaube, das Thema Nummer eins wäre, ihr seid alles Heuchler. So werden wir gesehen. Und ihr erwartet von uns etwas, aber tut es selbst nicht. Und ihr setzt die Latte hoch, aber ihr geht nur über eine tiefe Latte. Hey, ihr tut nicht, was ihr eigentlich sagt. Ihr Christen seid Heuchler. Ich sage nicht, dass es stimmt, aber so werden wir gesehen. Und wenn Pastoren von riesigen Megachurches in den letzten Jahren eben gefallen sind, wegen Macht, wegen Geld, wegen Sex, dann hat es eben nicht so zu unserem guten Ruf aufgeholfen. Aber eigentlich ist doch die Wahrheit, Gottes Reich, das basiert auf Ehrlichkeit. Das wäre die Wahrheit. Und dafür, glaube ich, müssen wir wieder einstehen und sagen, wir müssen die Flagge wieder hochhalten für Ehrlichkeit in unseren Kirchen. Und dort, wo wir sind, in unserem Job, in unserer Freizeit. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Wert für uns als Kirche, für uns als Teil von Gottes Reich, dass wir sagen, Herrlichkeit ist wichtig. Und das wollen wir beschützen, weil das ist Gott heilig, das ist Identität, eine Visitenkarte von Gott. Und darum ist es so ein wichtiges Thema, über unsere Kirche hinaus, dass wir sagen, hey, das ist einer unserer ganz wichtigen Werte. Wir sind ehrlich und wir erwarten nicht Dinge von anderen, die wir selbst nicht liefern. Und was wir tun können, sind heute, wir schauen einfach zwei Dinge an, die wir tun können, ganz konkret. Was tun wir, wenn wir Heuchelei bei anderen Menschen sehen? Bin ich verantwortlich, wenn du heuchelst? Oder kann ich sagen, das ist dein Problem, ist nicht mein Problem. Ist Heuchelei bei anderen ein Thema für mich? Die Bibel sagt ein ganz, ganz lautes Ja. Das ist ein Thema für dich, das geht dich etwas an. Paulus sagt, und das geht jetzt immer um diese Bibelstelle, Paulus sagt oder schreibt an die Galater, liebe Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung, zur Heuchelei hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werdet, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Heißt, ich bin für andere Menschen verantwortlich und darum werde ich es ansprechen. Wenn ich es nicht anspreche, ist es lieblos. Liebevoll wäre, ich spreche es an. Denn durch Feedback, durch das Spiegel hinhalten, werden sich Leben verändern. Ich wäre heute nie an dem Punkt, wo ich bin, wenn nicht Menschen zu mir mal gesagt hätten, hey, das kannst du verändern. Schau mal da hin, schau mal da in dein Herz. Ich gebe dir Feedback. Und ich weiß, die meisten oder häufig war es so, es war hart. Und ich habe daran gebissen. Und manchmal ging es tagelang. Und ich habe daran gekaut und zuerst mal gesagt, hey, das stimmt überhaupt nicht, was du sagst. Es ist nur so wenig Wahrheit drin. Dann habe ich es mir überlegt und habe gemerkt, es ist so viel Wahrheit drin und dann so viel und dann so viel. Und ich habe gemerkt, in vielem hat er recht. Aber es brauchte Tage, bis ich das verstanden habe. Aber es hat mich geschliffen, es hat mein Leben geschliffen. Jetzt denkt ihr, ach, hätten doch nur mehr Leute ins Leben meines Pastors gesprochen. Und vermutlich hast du auch recht. Aber du kannst es auch noch tun. Du kannst mir auch helfen. Also, nur nicht alle gleichzeitig. Also, jetzt vor einiger Zeit kam jemand auf mich zu aus unserer Gemeinde und hat gesagt, weißt du was, dieser Dienst, ich sage jetzt nicht welcher, aber dieser Dienst in unserer Gemeinde, der hat in den letzten Jahren extrem abgenommen. Das war mal viel, viel besser, als ich noch dabei war. War die Qualität besser? Wir hatten einen besseren Teamzusammenhalt. Das war besser strukturiert. Und die Liste ging weiter und weiter und weiter. Da haben wir alles erzählt, was nicht mehr läuft. Und ich musste irgendwo in mir drin den ganzen Mut zusammennehmen und sagen, wo genau arbeitest du mit in unserer Kirche?
nämlich nirgends. Und wenn du jetzt kritisierst in diesem Dienstbereich, wärst nicht du genau die perfekte Person, um dort mitzuarbeiten, weil du weißt ganz genau, was man tun könnte. Du weißt ganz genau, was man besser tun könnte. Es hat ein bisschen etwas ausgewirkt bei ihm. Er musste auch ein bisschen kauen über diese Sache. Ein paar Wochen später kam er zu mir und hat gesagt, ich will das mal ausprobieren. Er arbeitet heute noch in diesem Bereich mit. Es hat etwas ausgewirkt, aber ich musste meinen Mut zusammennehmen. Es ist nicht so einfach, den Spiegel hervorzunehmen und sagen, warte mal, du kannst nicht kritisieren, aber selbst nichts tun. Das ist Heuchelei. Du kannst nicht sagen, was die anderen alles besser tun könnten in der Gemeinde, aber du machst gar nichts. Dann sei still. Und das können wir tun. Wir können helfen. Und es wäre lieblos, wenn wir es nicht tun. Lasst uns anderen den Spiegel hinhalten und sagen, hey, ich bin auch verantwortlich für dein Leben. Es bist nicht nur du. Und ich glaube, das genau, sagt Paulus, genau das will Jesus, dass wir miteinander uns aufmachen für etwas Besseres, für Ehrlichkeit. Und genau das steht hier. Konfrontiere. Bringe andere zurecht. Und die Frage ist, wie mache ich das? Paulus schreibt hier, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, dann sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werdet, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Ein bisschen spezielles Wort. Warum sagt er zurechtbringen? Du könntest es auch übersetzen, genauso gut zurechtweisen oder ermahnen. Oder wie das Ursprungswort heißt, Katharzio. Und das heißt in der Ursprache reparieren. Also wenn ich jemand zurechtweise, dann werde ich ihn reparieren. Und reparieren ist etwas Gutes. Wenn ich mein Auto wieder repariere, wenn es kaputt war, dann ist es etwas Gutes. Ich tue etwas Gutes. Ich helfe, hier einer Person wieder ganz zu werden. Das, was kaputt war, repariere ich. Ich mache ihn wieder ganz. Wie mache ich das? Hier steht, ich mache es liebevoll. Ich werde ihn liebevoll reparieren. Also das heißt, liebevoll würde heißen, ich komme nie zu dir und sage, wir haben ein Problem mit dir. Wir sind der Meinung. Die Frage ist ja immer, wer ist wir? Du und dein Schlafsack? Du und dein Hund? Und du und deine Ehefrau? Oder wir als ganze Gemeinde? Wenn du kommst und sagst wir, dann habe ich schnell mal das Gefühl, das meint die ganze Gemeinde, sind alle unzufrieden mit mir. Es ist eine Katastrophe, oder? Lass uns reden von mir. Ich habe ein Problem mit dir. Ich sage dir, das stört mich. Und einer unserer Werte als Viva Kirche Zürich, wir haben vor einiger Zeit mal all diese Werte aufgeschrieben, unsere Vision und so weiter. Einer unserer Werte, wie wir miteinander umgehen, ist eben, wir sind ehrlich und offen miteinander. Das heißt eben auch, wenn wir ehrlich und offen sind, ich sage dir, wenn ich Heuchelei sehe, ich sage dir, was schwierig ist. Ich sage dir, wo du mal in den Spiegel schauen musst. Wir sind ehrlich und offen miteinander. Es ist nicht so, dass wir das schon immer sind. Es ist ja immer auch eine Vision, so wollen wir sein. Vor einer Woche hat Ursula ja sehr dargestellt, wie sie auch durch das, was wir beschreiben, wie wir sind als Gemeinde, auch in unserer Gemeinde überhaupt, auf unsere Gemeinde aufmerksam wurde. Das heißt nicht, dass wir das alles schon tun, aber es ist dort, wo wir hingehen wollen, das, was unsere Werte sind, so wollen wir sein. Und wir machen uns immer und immer wieder auf, um dorthin zu kommen. Es ist ein Visionsbild. Und das andere, was die Bibelstelle sagt, wir machen das durch die Leitung von Gottes Geist. Oder? Wir, oder die ihr von Gottes Geist geleitet werdet. Geleitet. Das heißt, wir haben und wir bekommen von Gottes Geist diesen Mut, andere anzusprechen. Der Heilige Geist zeigt uns, wen soll ich ansprechen und wen vielleicht auch nicht, weil er jetzt gerade überhaupt nicht bereit wäre, weil es an ihm abprallen würde oder er zerstört würde. Ich frage den Heiligen Geist, wer ist dran, dass ich ihn anspreche? Und ich frage ihn dort, wo er wohnt. Und zwar in meinem Herzen. Ich frage den Heiligen Geist, du wohnst in mir. Was trägst du mir jetzt auf? Wem soll ich den Spiegel hinhalten?
Wen soll ich ermahnen? Wen soll ich ermutigen? Wen soll ich coachen? Dann, wenn du mir die Person aufzeigst, dann gib mir auch die Liebe dazu. Denn dieser ganze Text hier ist eigentlich im Kontext, Galater 5, wo die ganzen Früchte vom Heiligen Geist aufgezeigt werden. Und dann kommt dieser Vers da. Und die Früchte vom Heiligen Geist, das sind 9 Früchte. Und die erste Frucht ist eben genau die Liebe. Und darum lass es uns in Liebe tun. Aber lass es uns erfüllt vom Heiligen Geist tun. Und darum den Mut kriegen, auf Menschen hingehen. Und sagen, es ist auch meine Verantwortung, wie du dich entwickelst. Wir sind ein Leib. Das ist eben, ich konfrontiere. Und ich frage den Geist Gottes, wo gibt es die Menschen, die ich jetzt konfrontieren muss. Und wir Schweizer sind darin nicht so gut, da sind die Deutschen viel besser, aber wir überwinden uns aus Liebe. Und es wäre lieblos, wenn ich es nicht tue. Also wir beschäftigen uns heute mit Heuchlern. Und wenn wir jetzt erzählen, wo wir andere konfrontieren sollten, dann müssen wir uns noch mit einer anderen Art von Heuchlern beschäftigen. Das wäre ehrlich und das sind wir selbst, weil wir alle auch Heuchler sind. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Jetzt bevor ich überhaupt jemand anderen zurechtweise, dann schaue ich in mein eigenes Herz. Das ist auch meine Verantwortung. Und ich prüfe mein Herz und ich frage mich, warum will ich etwas sagen? Und in meiner letzten Predigt habe ich gesagt, widerstehe dem Wunsch nach Überlegenheit. Gehe nicht zu jemandem, um zu zeigen, hey, das habe ich halt schon im Griff und du noch nicht. Und ich bin und mit dem im Kopf, ich bin halt schon besser als der. Jetzt sage ich dem mal, was er auch richtig machen könnte, so wie ich. Denn genau dort sagt uns Jesus, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge und dann kannst du den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Das ist die Reihenfolge. Zuerst ziehe ich den Splitter aus meinem eigenen Auge und dann aus meines Bruders oder Schwesters Auge. Es gab diesen Kongress Abgeordneten, der kämpfte öffentlich gegen Abtreibung. Der hat das hochgehalten und gesagt, hey, Abtreibung ist Mord. Wir töten da Kinder. Und er hat das öffentlich gesagt, öffentlich Unterschriften gesammelt. Er wollte ein Gesetz dafür lancieren. Und dann wurde seine junge Tochter wurde schwanger, ungewollt schwanger. Und er hat sie überredet, das Kind abzutreiben. Das ist Heuchelei. Du tust etwas und sprichst von etwas anderem. Heißt, Heuchelei ist extrem anstrengend. Du musst dauernd den Schein aufrechterhalten. Du musst dauernd diese Maske tragen. Das ist extrem anstrengend, wenn du das gar nicht bist und dauernd etwas anderes zeigen musst. Ich möchte euch 2 Hilfen aufzeigen, wie du die Maske ablegen kannst. Denn es gibt Themen, da ist dein Herz anfälliger als in einem anderen Bereich. Und dein Herz ist anfälliger auf ein bestimmtes Thema als dein Herz anfällig ist auf dieses Thema. Und unsere Kirche ist abhängig von Spenden, oder? So als Beispiel. Und die einen von uns werden mehr spenden, die anderen spenden weniger. Und jetzt nehmen wir mal an, ein paar von uns, ein paar wenige Leute, die spenden gesamthaft 20% von unserem Gesamtvolumen, von unserem Budget. Jetzt weiß ich, wenn wir die Leute verlieren, dann haben wir ein Problem. Ich bin nicht mal mehr sicher, dass wir unsere Löhne bekommen. Und ich weiß, mein Herz wäre dann in Versuchung, dass ich nach der Pfeife von diesen Leuten tanze. Das weiß ich. Wenn ich dann eine Änderung mache in der Gemeinde und ich spüre, die großen Spender sind nicht dabei, die sind dagegen und wir könnten die sogar verlieren aus unserer Gemeinde, dann würde ich nach der Pfeife von diesen Leuten tanzen. Und dafür haben wir uns abgesichert, schon vor vielen Jahren. Denn wir Pastoren, wir Angestellten, haben keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, wer von euch wie viel gibt. Und das geht darum, dass wir uns genau nicht
nach der Pfeife von bestimmten Personen tanzen, dass wir genau nicht Dinge tun oder nicht tun, weil wir wissen, die Spender würden sich so oder so verhalten. Ist übrigens auch der Grund, falls du letzte Woche 20.000 Franken gespendet hast und ich bin dir heute Morgen nicht um den Hals gefallen und habe deine Füße geküsst, liegt daran, ich weiß gar nicht, wie viel du gespendet hast. Vielleicht liegt es auch daran, dass du letzte Woche keine 20.000 Franken gespendet hast, das kann auch sein. Okay, ziemlich sicher. Ne? Okay, das ist Absichern gegen Heuchelei. Du kannst Umstände schaffen, du kannst dich so einrichten, dass du deiner Heuchelei auch aus dem Weg gehst. Dass du dich so absicherst, dass es gar nicht erst passiert, weil du bestimmten Bereichen weißt, da ist mein Herz anfällig. Da könnte ich genau reinfallen. Also versuche ich mich so einzurichten, dass es gar nicht passieren kann. Die zweite Sache ist, kläre dein Motiv. Meine Heuchler haben immer einen Grund, warum sie sich so oder so verhalten. Und frage dich, warum verstecke ich mich eigentlich hinter dieser Maske? Warum bin ich einerseits so und vor anderen Menschen verhalte ich mich anders? Das ist die Frage vom Motiv. Was treibt mich? Was für ein Motor steckt in mir, dass ich das tue? Dass ich das Gefühl habe, jetzt muss ich eine Maske anziehen. Und es gibt, wenn du das mal überlegst, für dich, es gibt Gründe. Ein Grund kann sein, du bist unsicher. Und deine Unsicherheit treibt dich dahin, dass du etwas anderes darstellen willst, weil du nicht zeigen willst, dass du in diesem Bereich unsicher bist. Du willst das nicht offenlegen. Ein anderes Thema kann auch sein, du trägst eine Maske, weil du Erfolg haben möchtest, weil du Macht brauchst. Weil du Macht möchtest. Und es gibt ja ganz klare Anleitungen, was du tun musst, um zu mehr Macht zu kommen. Ganz klare Anleitungen, was du tun musst, um erfolgreich zu sein. Du kannst Bücher lesen und weißt dann, okay, wenn ich mich so und so und so verhalte, dann werde ich erfolgreich sein. Aber dafür musst du vielleicht eine Maske tragen und bist nicht dich selbst. Ein anderes Problem könnte sein, oder ein anderes Motiv könnte sein, du schämst dich für etwas. Und um diese Scham zu überdecken, ziehst du eine Maske an, dass es niemand sieht. Niemand diesen Punkt in deinem Leben siehst. Du ziehst diese Maske an. Es gibt Motive. Vielleicht überlegst du dir mal, später, nächste Woche, warum zeige ich nicht mein wahres Gesicht? Was treibt mich dazu, diese Maske zu tragen? Was ist mein tief in mir drin? Mein Motiv. Und wenn du heute merkst, hey, in gewissen Bereichen bin ich ein Heuchler, dann überleg dir, ja, warum ist das denn so? Was ist dieser Motor? Warum verhalte ich mich so? Und ich glaube, es ist ganz, ganz gut, mal dieses Motiv zu kennen. Nimm dir Zeit mal, über dein Motiv nachzudenken. Und zum Schluss jetzt nochmals zurück zu unserem Text. Wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werdet, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Wir ehrlich sind, wir sind alle ein bisschen Heuchler und wir müssen alle ein bisschen repariert werden, Kartatio. Das kannst du für andere tun. Und das kannst du für dich tun. Und für beides, bist du verantwortlich. Alle, die ihr von Gottes Geist geleitet werdet. Und wenn du einmal die Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann bist du von Gottes Geist geleitet. Und indem wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, indem wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Epheser 5 sagt, wir sollen uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen und braucht dort ein Wort, das sagt, immer und immer und immer und immer wieder. Das hört nicht auf. Das ist eine einmalige Sache. Sag einen lieben Gruß von mir. Das passiert immer und immer und immer wieder. Nicht eine einmalige Sache. Wir tun das immer wieder. Und wir tun das, das steht auch in Epheser 5, wir lassen uns vom Heiligen Geist erfüllen, indem wir Gott anbeten. Indem wir ihm danken in unseren Herzen. Indem wir ihm singen. Es hat viel mit Lobpreis zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass ich vor Gott stehe und ihn anbete. Es hat viel damit zu tun, dass ich in meinem Herzen singe und ihm danke, dankbares Herz habe. Und wo werde ich erfüllt vom Heiligen Geist?
oder wo ich erfüllt werde vom Heiligen Geist, da hat Heuchlerei keinen Platz mehr. Denn wenn der Heilige Geist mehr und mehr Raum in mir einnimmt, dann hat Heuchelei einfach keinen Platz mehr, weil er den Platz einnimmt. Und die Frage an den Heiligen Geist ist, wo oder was legst du mir aufs Herz? Und wo soll ich jemanden ansprechen? Und wo bin ich selbst ein Heuchler? Heiliger Geist, wo legst du jetzt gerade den Finger drauf? Du musst nicht alles gleichzeitig tun. Aber vielleicht legt dir Gott heute einen Finger drauf und sagt, dieser Bereich in deinem Leben, den möchte ich erfüllen mit meinem Geist. Und da hat Heuchelei keinen Platz mehr. Die Heuchelei verschwindet, je mehr ich ihm Platz gebe. Und dann nimm diese Kraft vom Heiligen Geist in Anspruch. Lass dich von ihm erfüllen. Das ist der hauptsächliche Weg. Nicht in, ich muss jetzt dies tun und dies tun und dies tun und Leute ansprechen und es wird mühsam und schwierig, sondern lass dich erfüllen vom Geist und er wird dir zeigen, was dein Auftrag ist, weil er diesen Platz einnimmt. Und wenn du in deinen Raum gehst, mit dem Teufel und mit Jesus, dann hat es zwei Sitze. Du sagst, Teufel, nimm auf diesem Stuhl Platz und Jesus, nimm auf diesem Stuhl Platz. Und du wendest deinen Rücken dem Teufel zu und sagst, Teufel, das ist meine Position. Ich knie vor Jesus. Das ist meine Position, das ist meine Haltung. Ich bete ihn an, damit sein Geist mich erfüllt. Und du, Teufel, hinter mir hast nichts zu sagen, denn ich stehe vor Jesus. Und ihn bete ich an und sein Heiliger Geist, der erfüllt mich. Lass uns beten. Jesus, danke, dass du uns darauf hingewiesen hast, dass wir Heuchler sind. Und manchen Menschen einfach gesagt hast, knallhart, ihr seid Heuchler. Lass uns ein Leben führen, in dem keiner mit Recht sagen kann, ihr als Kirche seid Heuchler. Wenn sie sagen, dass es eine Lüge ist, ist okay. Aber wir sind es nicht, weil wir diese Fahne hochhalten. Wir als Kirche, wir als Christen sind Menschen, die auf Ehrlichkeit bauen. Wir wollen diese Flagge hochheben und sagen, Jesus, unser Gott, der steht für Ehrlichkeit und wir stehen genauso für Ehrlichkeit. Lass uns bereit sein, lass uns den Mut haben, auch andere anzusprechen, wo sie es nicht tun. Lass uns vor allem unsere Herzen so verändern, durch deinen Geist, dass Heuchelei keinen Platz mehr hat.